Wellenrotorblech-Paketverbindungen für einen Elektromotor zu entwickeln. Das war die Aufgabe für Jan David Weller, der seine Bachelorarbeit bei Thomas Magnete in Herdorf leistete. Unterstützt wurde er dabei von Entwicklungsingenieur Mert Civcioglu und Abteilungsleiter Mario Kuhl, die sich gemeinsam zum Ziel setzten, eine kostengünstige technische Lösung zu validieren. Jan David Weller schaffte diesen Spagat. Die Ergebnisse werden wir jetzt weiterentwickeln, die werden wir statistisch untermauern und wir haben ein Serienentwicklungsprojekt vor der Tür und da werden wir das einsetzen. Gut Ding will Weile haben. 8 Monate lang testete, forschte und untersuchte der Student der Universität Siegen. Jan David Weller hatte die richtigen Betreuer, Methoden und das richtige Händchen. Seine langjährige Erfahrung als Werkzeugmechaniker zahlte sich zudem aus. Weil für die Versuchsvorrichtung, für das Einpresswerkzeug und auch für das Drehmomentversuch konnte ich da schon einige Erfahrungen mit einbringen, die mir dann während der Arbeit und auch im Labor eine große Stütze waren. Die filigrane Entwicklung der Verbindung schaffte der 30-Jährige im Labor des Familienunternehmens. Das elektromagnetische und fluidische Aktorik-Systeme für die Automotive und Mobilhydraulikindustrie sowie Produkte für die Medizintechnik entwickelt und fertigt. Jan David Weller hat mit seiner erfolgreichen Arbeit einen Bestandteil eines Elektromotors, der in eine Ölpumpe eingesetzt wird, auf den Weg gebracht. Eine standardisierte Welle-Rotorblech-Paketverbindung.